Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch ja meine Drogerieneuheiten abgefilmt und habe schon im Video gedacht, das Produkt erinnert mich an dieses und das an jenes und habe gedacht, okay, ich glaube, es ist Zeit für eine neue Runde Drogerie-Dupes, obwohl ich es nicht so nennen möchte, weil die anderen Produkte, die ich euch heute zeige, sind nicht unbedingt hier in der Drogerie zu finden, aber generell sind sie halt wesentlich günstiger als das Original. Also sagen wir günstige Alternativen zu High-End-Produkten. Wir beginnen mit Hautpflege und da gibt es wirklich tatsächlich in der Drogerie jede Menge Dupes. Also sagt mir gerne, falls ihr da ein einzelnes Video zu sehen wollt. Auf jeden Fall ist das ein Produkt, was ich sehr gerne, was heißt sehr gerne, täglich verwende abends. Und zwar ist es von Paula's Choice aus der Exfoliate-Reihe 2% BHA Liquid Exfoliant mit Salicylsäure. Und hier steht da: Unclogs and shrinks enlarged pores, smooths and even skin tone. Und das ist eben eine Flüssigkeit. Das ist ein Produkt mit eben Salicylsäure, das ich aber sehr, sehr gut vertrage, was ich persönlich mittlerweile jeden Abend benutzen kann. Muss man natürlich aufpassen, womit man das kombiniert. Da solltet ihr euch auf jeden Fall sonst informieren. Aber wenn ich das in der T-Zone benutze, ist meine T-Zone so rein wie sonst gar nicht. Ich muss es aber immer wieder benutzen. Also es ist nicht so, als könnte ich das 30 Tage benutzen und das war's dann, sondern man muss es immer wieder machen, wie eine Art eben Reinigung. Und dann ist aber gerade hier bei der Nase, bei mir ist das so ein krasser Unterschied. Wenn ich das eine Woche nicht benutzt habe, merkt man richtig, dass das so uneben ist und da einfach, ja, das sich sehr verstopft anfühlt. Und wenn ich das benutze, ist es so glatt und die Haut fühlt sich einfach so viel besser an. Aber es geht ja hier um Tubes, deswegen zeige ich euch jetzt ein Produkt, was ich neu gekauft habe in diesem Drogerie-Neuheiten-Haul. Und zwar von No Cosmetics, der Liquid Refiner. Das ist in Zusammenarbeit mit dem Leon von X Skincare entstanden. Und es ist ein wunderbares Dupe. Das ist so, so gut. Da sind nicht eins zu eins die gleichen Inhaltsstoffe drin, aber in dem Video hier generell soll es eher so um die Wirkung oder das Aussehen gehen, nicht unbedingt um die eins zu eins gleichen Inhaltsstoffe. Hier ist nämlich, also das ist auch 2% BHA, aber hier sind noch andere Säuren drin, Resveratrol und so weiter, ist aber im Grunde genommen für das Gleiche da. Verfeinert die Haut, befreit die Poren, peelt sanft, wirkt antioxidativ. Das ist eine Limited Edition, glaube ich, gewesen, was diese Flasche nur angeht. Die ist sehr groß, das sind 200 Milliliter. Das hier sind 118 Milliliter. Ich finde das hier wesentlich besser mit diesem Pumpspender. Ich hoffe, dass sie das ins Standardsortiment aufnehmen. Auf jeden Fall wollte ich sagen, bei dem Produkt habe ich nach der ersten Anwendung einen Unterschied gemerkt. Ich hatte sogar das Gefühl, dass meine Haut eventuell ein Müh weicher sich angefühlt hat und gleich aber glatt quasi. Also ich finde es ganz toll. No Cosmetics ist definitiv kein super günstiges Ding. Also die Produkte von der Marke sind ziemlich hochpreisig für Drogerie, aber es lohnt sich. Wir machen weiter mit Make-up und da habe ich auch in dem Haul einen Cream Bronzer gekauft und ich war so aufgeregt, weil ich liebe Cream Bronzer seit über 10 Jahren und es gab einfach in der Drogerie so viele Jahre nichts. Ich habe dann sonst was benutzt, um das irgendwie nachzuahmen, aber ich war so happy, dass Catrice einen Cream Bronzer rausgebracht hat und ich kann berichten, ich finde ihn richtig, richtig gut. Ich benutze ihn fast jeden Tag, habe ihn heute auch wieder benutzt. Der heißt Melted Sun Cream Bronzer, das ist die Farbe 020 Beach Bay und ich habe den gesehen und habe sofort gedacht, okay, ich muss den vergleichen mit meinen Cream Bronzern aus dem High-End-Bereich. Und jetzt passt mal auf. So, ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen, aber die sehen sich von der Farbe schon sehr ähnlich. Ich finde immer, auf dem Bildschirm wirkt es manchmal ganz anders, aber lasst euch gesagt sein, sie sehen sich sehr ähnlich. Und zwar haben wir hier nämlich den Fenty Beauty Cream Bronzer in der Farbe Macchiato 03. Und schaut mal bitte, wie ähnlich die Farben sich sind. Das hier ist jetzt der von Catrice, das hier ist der von Fenty Beauty. Der von Fenty Beauty ist ein wenig
satinierter slash fast matt und der von Catrice ist ein bisschen mehr glowy, lässt sich dementsprechend aber auch wesentlich einfacher verblenden und ist auch nicht ganz so stark pigmentiert. Falls euch das wichtig ist, der ist tatsächlich einfacher in der Handhabung, hat aber eher eben so dieses glowy Finish, während der andere satiniert sich anfühlt und auch runtertrocknet. Aber so generell, ich bin total geflasht. Und jetzt benutze ich ja aber schon lange den NARS Cream Bronzer in Laguna. Und ich dachte, den müssen wir gleich auch nochmal swatchen. Auch der, mal neben dem von Catrice, das ist jetzt der von NARS. Also ihr seht, die sind sich super ähnlich. Also die beiden sind sich noch ähnlicher als der von Fenty, obwohl man bei Fenty sagen muss, dass es eben vor allem die Farbe ist. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Farben. Aber von der Konsistenz her sind die super ähnlich. So vom Unterton sind die alle, die haben alle sowas leicht Kühles, sind aber trotzdem Bronzer. Das ist genau das, was ich immer möchte und toll finde. Die lassen sich einfach verblenden, die halten gut. Also guck mal bitte, der ist hier da zwischen zwei teuren Produkten und man würde keinen Unterschied sehen. Also ich zumindest nicht. Bin total happy damit. Und bei diesem gleichen Drogerietrip vor einiger Zeit habe ich diesen Bronzer hier auch mitgenommen. Der ist auch von Catrice aus der Sun Lover Kollektion. Glow Bronzing Powder in der Farbe 010 Sunkissed Bronze. Und ich kann den jetzt nicht allzu wild rumschmeißen, weil er ist runtergefallen worden und hat einen riesigen Riss hier in der Mitte. Das ist natürlich nicht so schön. Spricht halt dafür, er ist halt sehr, sehr fein. Gerade diese gebackenen Produkte sind meistens so ein bisschen feiner von der Konsistenz. Und der eben auch. Aber als ich den ein paar Mal benutzt habe, habe ich gedacht, er erinnert mich an etwas, was ich in meiner Kollektion habe. Und zwar Hourglass hat diese gebackenen Produkte schon viele, viele Jahre. Und die haben auch Bronzer in ihrer Kollektion. Ich habe davon auch einige. Das ist jetzt hier eine Palette. Das ist die Unlocked Palette. Und die hat hier auch zwei Bronzer mit drin. Und ich halte die mal nebeneinander, dass ihr das so mal bisschen sehen könnt. So. Also mich erinnert die Farbe an einen Mix aus beiden. Aber wenn ich die hellere Farbe benutze und dann einmal den von Catrice swatche, die sehen sich super, super ähnlich. Auf der Hand sieht es jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Aber was ihr, glaube ich, gut erkennen könnt, ist, dass beide so ein Glow und eine Art Schimmer haben. Also beide sind nicht matt. Und das finde ich richtig, richtig toll, weil ich benutze meistens erstmal ein Konturprodukt, was matt ist und eher kühl. Und dann möchte ich das Gesicht aufwärmen und ihm wieder Dimension zurückgeben nach der Foundation. Und dafür benutze ich sehr, sehr gerne Bronzer, die einfach so ein bisschen so eine Art Glow haben, aber nicht glitzerig sind. Beide sind vom Finish total ähnlich. Der von Catrice ist ein Müh kühler noch als der von Hourglass. Aber an sich finde ich, das ist eine richtig tolle Alternative. Und dann hatte ich es bei Instagram gezeigt. Ich habe bei Stylevana bestellt. Das ist ein Online-Shop, der ganz viel K-Beauty und J-Beauty verkauft für bestimmte Produkte, die ich haben wollte. Und dann habe ich noch ein paar andere Produkte mitgenommen, weil ich keinen Versand zahlen wollte. Und unter anderem habe ich mir einfach so eine ganz kleine Größe hiervon bestellt. Das ist von Vanilla Co. Clean It Zero Cleansing Balm. Das ist das Original. Das ist ein absoluter Kultklassiker in Südkorea. Dort benutzen ganz viele Cleansing Balms und Cleansing Oils. Und das ist eben einer von diesen Classics, die es schon viele, viele Jahre gibt in vielen verschiedenen Richtungen. Und ich habe ihn aber tatsächlich, glaube ich, noch nie ausprobiert gehabt. Und jetzt habe ich ihn ausprobiert und ich kann sagen, er ist ein sehr gutes Dupe zu meinem geliebten Clinique Take the Day Off Cleansing Balm. Der von Clinique ist noch so ein Müh öliger und reichhaltiger und ich habe das Gefühl, es geht noch ein bisschen schneller und man braucht noch ein bisschen weniger Produkt, also es ist ein bisschen ergiebiger. Aber der hier ist natürlich wesentlich günstiger und macht trotzdem seinen Job sehr, sehr gut. Deswegen wollte ich es kurz erwähnt haben. Und wo wir bei diesem Haul sind, habe ich auch dieses Produkt gekauft. Das ist ziemlich gehypt auf TikTok. Und zwar ist das von Ichikami das Hair Treatment Serum. Ich glaube, das ist eine Marke, die zu Shiseido gehört. Kann das sein? Auf jeden Fall ist das ein
Haarserum mit Pumpspender. Hier sind 100 Gramm drin. Ich fand eben toll, was die Leute gezeigt haben, dass das ein Treatment ist, was man jeden Tag in die Haare geben kann. Und ich habe sehr feines Haar. Ich habe viele Haare, aber sehr, sehr feine Haare. Und wenn ich so ein schweres Haaröl in die Haare gebe, ist es einfach oft viel zu viel. Und dementsprechend liebe ich so eher dünnere Produkte, die meine Haare nicht so beschweren, aber es trotzdem Wirkung zeigt. Und das habe ich bei diesem Produkt total. Und deswegen hat es mich erinnert an dieses super teure Produkt. Das ist von Orbay, das Split and Seal Beautiful Color Treatment. Und zwar ist das ein Haarserum. Und das sieht wunderschön aus. Es riecht, ich würde sagen, fast gar nicht. Ich weiß nicht, ob das Parfum ist. Für mich riecht es fast, als wäre es einfach so nach Inhaltsstoffen duftend. Hier sind allerdings nur 50 Milliliter drin, also die Hälfte hiervon. Und ich habe keine Ahnung, wie viel teurer das ist, aber es ist so viel teurer als dieses Produkt hier. Ich habe das im Sale gekauft. Ich glaube, es gab irgendwas zwischen 20% und 30% Rabatt und dann, oder 35% sogar. Und dann habe ich zugeschlagen. Ich wollte es unbedingt probieren, weil ich einen TikTok gesehen habe, wo eine Friseurin gesagt hat, sie benutzt das bei allen ihren Kundinnen und sie nennt es immer a hair trim in a bottle. Also quasi, man muss nicht mehr zum Friseur gehen. Die Haare sehen so gut danach aus. Und das hat mich total überzeugt und habe ich sofort bestellt. Und das kann ich nicht bestätigen. Aber es ist eben auch ein, ich kann euch das ja mal kurz zeigen. Jeder Pumpstoß sind 20 Euro. Also passt auf. So, das ist ganz leicht. Werdet ihr jetzt auch sehen. Also es ist ganz leicht und fast wie Wasser und dementsprechend merkt man das kaum in den Haaren, also was so das Beschweren angeht, aber die Haare sehen danach einfach so ein bisschen geschmeidiger aus, haben ein bisschen mehr Glanz und gerade so an den Enden, die sehr trocken sich anfühlen können und auch aussehen können, da macht das einfach einen totalen Unterschied. Aber es ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, das Produkt kann zaubern. Es ist einfach ein Haartreatment, was schön leicht ist. Und dieses hier kann ich euch auch mal zeigen. Und dann ist aber wirklich gut mit Produkt in meinem Haar, weil ich habe das vorhin schon aufgetragen. Auch das hier ist super leicht. Es ist ein bisschen dicker von der Konsistenz, aber ihr seht, auch das lässt sich super easy verteilen und ist dann fast so ein bisschen wie Wasser. Ich finde den Geruch nicht so prickelnd von dem japanischen Produkt. Das riecht so ein bisschen nach super künstlichem Pfirsichgeruch. Ich weiß aber, dass viele diesen Geruch sehr mögen. Aber von der Wirkung her finde ich es fast identisch. Und als letztes muss ich euch natürlich noch ein Parfum-Dupe zeigen. Ich habe sehr viele. Aber das hier ist eins der gehyptesten Parfums der letzten, weiß nicht, ein, zwei Jahre. Und da gibt es mittlerweile einige Dupes. Also, falls ihr euch auch für Parfum interessiert und vielleicht so ein bisschen in die Nischenwelt eingetaucht seid, dann kennt ihr vielleicht Delina von Parfum de Mali. Das ist ein wunderschöner Rhabarber-Rosenduft. Also es hat eine ganz tolle, moderne, frische, fast aquatische Rose und dann sowas ganz spritzig, fruchtig, säuerliches von diesem Rhabarber und dann aber auch eine schöne Tiefe in der Basis. Das heißt, es ist ein Produkt, was für den Frühling und Sommer gemacht ist, aber durch diese tieferen Duftnoten trotzdem eine unglaubliche Haltbarkeit hat. Das ist ein Magnet. Also wenn ihr dieses Parfum tragt, kann ich euch fast garantieren, dass euch jemand darauf anspricht oder es auf jeden Fall sehr gut ankommen wird. Das ist wirklich eins der Parfums, wo ich am meisten darauf angesprochen werde. Eigentlich jedes Mal, wenn ich das trage. Aber es ist kein günstiges Parfum. Gar nicht. Und ich werde euch mal in der Infobox einige andere Alternativen verlinken, die ich auch schon ausprobiert habe, die ich aber jetzt nicht in großen Größen besitze. Und das sind dann auch eher Produkte, die man online kaufen muss. Aber ein Produkt, was ihr in der Parfümerie findet, ist die Reihe von Carolina Herrera und zwar Very Good Girl. Das ist jetzt Good Girl Blush und geht auch in eine sehr ähnliche Richtung.
Oh mein Gott, ich liebe dieses Parfum. Wenn ihr das hier noch nicht geschnuppert habt, bitte heute sofort in eure Parfümerie der Wahl und schnuppert bitte daran, weil ich bin süchtig nach diesem Parfum. Ich habe es vorhin von meinem Tablett runtergenommen und wollte es sofort wieder aufsprühen, aber dachte, nein, Jasmin, du musst heute noch einiges hier im Studio drehen. Das kannst du danach auftragen, aber oh Gott, ich liebe diesen Duft. Auf jeden Fall, Very Good Girl ist eine komplett rote Flasche und ist eine super gute Alternative zu Delina. Ich bin nicht der größte Fan von den Flaschen, aber es ist einfach so eine gute Alternative. Bei dem Very Good Girl ist Litchi mit drin. Hier ist auch übrigens Litchi mit drin. Und schwarze Johannisbeere, das heißt, man hat trotzdem dieses säuerliche, fruchtige. Dann ist das Herz nur Rose und die Basis hat eine wunderschöne Vanille mit drin und Vetiver, dass es so auch eine gewisse Tiefe hat. Auch dieser Duft hält wirklich gut. Das ist jetzt nicht so ein extremes Biest wie der von Delina und der ist auch nicht ganz so fein und komplex, aber es ist ja auch ein ganz anderer Preis. Aber wenn ihr Lust habt auf so einen Duft, finde ich, das ist eine ganz, ganz tolle Alternative. Ah, was ich aber noch sagen wollte, ich habe ja den hier und ich finde, das ist aber eine ganz tolle Alternative zu Hibiscus Mahajad. Das ist auch ein Nischenduft von Maison Crivelli. Und wenn ihr den schon mal vielleicht gesehen habt, das ist auch ein sehr hochpreisiges Parfum. Und der hier geht in eine sehr ähnliche Richtung an meiner Haut. Ich habe den geschnuppert. Ich habe so ein Sample davon und habe gedacht, oh mein Gott, der riecht so gut, der riecht so gut. Und irgendwann habe ich gedacht, warte mal, der riecht gut, aber er erinnert mich an etwas. Und dann war ich in meiner Kollektion, habe gestöbert und habe gedacht, ey, hallo, der erinnert mich voll hieran an meine Haut. Das ist natürlich auch immer das Ding, Parfum riecht an jeder Haut meistens anders. Deswegen probiert es mal aus, schnuppert mal dran und lasst mich bitte in den Kommentaren wissen, wie ihr die Düfte findet. Das war auf jeden Fall mein Dupes zu High-End-Produkten Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne mal, ob ihr die Produkte schon kennt, ob ihr noch andere Dupes entdeckt habt, die ihr mir empfehlen könnt oder habt ihr von anderen gehört, wo ihr wollt, dass ich die ausprobiere. Dann mache ich das sehr gerne und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.